So, jetzt geht's weiter mit Final Fantasy. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Sind wir endlich fertig mit der Gruft und dem ziemlich heftigen Gegner? Oh, schöne Musik. Dieser Ort steckt voller Erinnerung. Wer ist das? Der nächste Testflug könnte gefährlich werden. Es wäre Wahnsinn, das Schiff an seine Grenzen zu treiben. Pass auf, wo du hintrittst. Kümmere du dich um den Falken, falls mir etwas zustoßen sollte. Ha! Des Falken bin ich erst würdig, wenn ich dich in einem Luftrennen schlage. Bis dahin lasse ich dich nicht weit kommen. Mir soll's recht sein. Weiter geht's. Ist anscheinend seine Frau, ne? Ganz offensichtlich. Das soll wohl den Testflug darstellen, vermute ich mal. Den seine Frau gemacht hat. Hui! Da. Ach so ein Luftrennen hatten sie. Luftschiffrennen. Dieses Gefühl ist unschlagbar. Juhu! Wie lange willst du denn noch an meinem Heck schnüffeln? Kein tollkühnes Überholmanöver? Oder bist du zu gebannt von meinem entzückenden Hinterteil? Wusch. Nettes Hinterteil. Hübsch, hübsch. Recht dicke Turbinen, die du da hast. Du bist unglaublich. Es geht doch gerade erst los. Ich werde den Rekord brechen. Durch die Wolken werde ich stoßen und die Frau werden, die in den Sternen am nächsten kam. Da bist Sonnenuntergang zurück. Ich warte an der Klippe auf dich. Wusch. Tja. Da stehst du jetzt ganz alleine. Ein Jahr später fand ich den Falken in einem weit entfernten Landstrich, zerschellt. Dass seine Frau ist wohl ein bisschen übertrieben. Er setzte das Wrack wieder in Stand und bettete es hier unter die Erde. Dies ist der Falke? Jo. Wie soll ich der schnellste Mann am Himmel sein, wenn mir die Flügel fehlen? Lass mich wieder träumen, Falke. Yay! Haben wir es jetzt endlich? Achso, du kommst aus dem Wasser geflogen, ist klar. Sieht ja ein bisschen aus wie ein Zäpfchen. Ein fliegendes Zäpfchen. Auf der Suche nach seinen nächsten Hintern. Dein Traum von Frieden. Lass uns Kefka aus seinem Turm werfen. Richtig, mit dem Falken müssen wir auf den Turm landen können. So kommen wir an Kefka ran. Kefka! Das werden wir, doch lass uns erst die anderen suchen. Du hast recht, eins nach dem anderen. Es blitzt wieder Hoffnung am Horizont. Ja. Ein Täubchen? Diese Taube, sie könnte... Ja. Die ist jetzt ganz wichtig. Gibt da nicht Millionen von diesen Drecksviechern? Die eine ist jetzt wichtig. Der müssen wir jetzt bestimmt folgen, ne? Ist klar. Letzter, folg ihr! Wieso? Ich weiß nicht warum, aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass dieser Vogel uns zu einem unserer Freunde führen wird. Wo Tauben auch so klug sind. Alles außer Guru und Scheißen können die nicht. Tauben. Aber es gibt ja auch Taubenfreunde unter uns. Ich will nicht zu viel sagen. So. Ach,
Ach, jetzt können wir selber steuern. Schön. Jetzt muss ich erstmal auf der Karte gucken. Und ich muss ja erstmal klarkommen, wie man landet und alles. Landen, bitte. Können wir hier landen, bitte? Ja. Auf B können wir landen. So. Jetzt haben wir nämlich die Qual der Wahl. Die ganze Weltkarte steht uns nämlich offen und wir können überall hinfliegen. Wir könnten jetzt rein theoretisch sogar zum finalen Bosskampf gehen, wenn wir Bock darauf haben, aber das machen wir nicht. Denn das wäre sehr lebensmüde. Deshalb, wir merken uns, ich hoffe, ich habe mir das jetzt gemerkt, den Platz, wo wir da gerade hin sollten, da geht es nämlich eigentlich weiter. Aber ich würde gerne jetzt erst noch was anderes machen. Und zwar, wenn ich mich nicht recht irre, muss das irgendwo hier sein. Muss mal auf der Karte gucken. Das ist schwer zu sehen alles. Hier irgendwo? Ich werde mal hier landen. Und mal gucken. Aha. Da sind wir doch. Das ist ja, genau. Das sehen wir jetzt. Meister! Ach so, Meister! So. Hihihihi! Ho, 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 ho! Moment, ich brauche mal kurz was. Wo ist es denn jetzt? Ich um meine Ordnung hier. was machst du denn für ein Gesicht? Du hast doch wohl nicht wirklich geglaubt, dass ich tot sei. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Meister, ihr seid unversehrt. Und ich bin schon wieder betrunken. Mein treuer Seven. Nanu, sehe ich da einfach Tränen über deine Wangen kullern? Sag mal, ist es der Regen oder sind es die Tränen? Ne, ich kenne den Text nicht, schade. Huahaha, so leicht sterbe ich nicht. Ich finde den Zettel nicht. Verdreh nochmal. Mit Sevens Attacken. Naja. Seven, es gibt eine Technik, die du noch nicht gelernt hast. Die ultimative Blitztechnik. Ja. Mach sie dir zu eigen und katapultiere Kerker von dieser Welt. Machen wir. Bist du bereit? Nein, ich habe den Zettel noch nicht gefunden. Warteschiff. Boah, jetzt trainieren die da. Jetzt habe ich Zeit zum Suchen. Mein Gott, die gehen aber wirklich ab, oder? Kommt da klar, Jungs? Oder muss ich mir Sorgen machen? Finde ich nicht. Muss ich einen neuen Zettel machen. Egal. Ihr Name ist Phantomstoß! Sehr gut. Nun geh, führe Kefka seiner gerechten Strafe zu. Power Rangers! Move! Alles klar, wir haben die Special Attack von Seven erlernt. Können wir gleich mal gucken. Blitztech. Da. Boah, das ist aber ziemlich viele. Ach, Klingensturm haben wir auch schon. Wusste ich gar nicht. Muss ich mir mal kurz aufschreiben hier. Dauert nur ein Sekündchen. Den Klingensturm nehmen wir auch direkt mit. Links, links. Unten, unten. Links. Warte mal, oben, oben, rechts, rechts. Unten, unten, links, okay. Und der Phantomstoß wäre dann links, links, oben, oben, rechts, rechts, unten, unten, links. Und dann haben wir es auch schon. Wunderbar, können wir gleich mal gucken, was die so können. Oh, ich muss mal eben eine Sekunde heilen, sehe ich gerade. Der letzte Kampf hat uns so ein bisschen zu schaffen gemacht. Gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Das wäre einer der Sachen. Dass wir Sevens spezielle Attacke holen. Auch ein Kampf direkt. Warum nicht? Könnten wir ja direkt mal ausführen, ne? Links, links, oben, oben, rechts, rechts, unten, unten, links. Phantomstoß! Geht nur auf einen Gegner anscheinend.
Boah, knallt aber ordentlich raus. Ah, die Gegner hier scheinen aber richtig stark zu sein. Wenn die von so einer Attacke nicht sterben. Boah. Honig, mach ich mal. Links. Dann zeigen wir auch mal die andere Attacke. Den Klingensturm. Yay! Oh, der knallt aber auch ordentlich raus. Ja, ja. Honig nochmal. Brauche ich immer ein bisschen länger, bis ich die eingetippt habe, weil da hier 477 Tastenkombinationen sind. Und dann werden wir gleich mal sehen, wo wir als nächstes hingehen. Ich glaube, wir gehen mal nach Narsch. Da ist nämlich auch noch etwas. Jetzt spulen wir hier ein bisschen vor. Alles klar, haben wir geschafft. Edgar steigt auf, Semmel steigt auf, Celeste steigt auf. Celeste lernt Hass, lernt Konfus. Mein Gott, Panzerschild erhalten. Nimmt das hier ein Ende? Fertigkeiten. Haben wir irgendwas, um den zu heilen? Ne, ich habe eine Goldnadel dabei. Alles klar. Dann steigen wir hier Flizzinato Naut ins Flugschiff und fliegen nach Narsch. Das ist hier eine Stufe weiter runter, wenn ich mich nicht irre. Hier ist Narsch, glaube ich. Landen. Aussteigen. Speichern. Reinlaufen. Narsch. Wunderbar. Hier müssen wir auch nochmal hin. Gucken, was passiert. Huch. Kennen wir uns nicht von irgendwo her? Na egal. In dieser Stadt gibt es eh nichts mehr zu holen. Lediglich ein Olla Mokriok hier noch rum. Die Haustüren sind alle verschlossen. Da muss man schon das Geschick eines Schatzjägers haben und die zu knacken, verfluchter Mist. Schatzjäger? Lok? Hm. Ich könnte mir jetzt Lok holen und die Häuser plündern. Oh, hier in der Stadt sind auch Kämpfe. Damit habe ich jetzt leider nicht gerechnet, weil Seven ist noch hart angeschlagen. Hopp. Versuchen wir den mal zu heilen noch. Ich muss erstmal gucken, wie die Gegner hier sind, sonst machen wir das später. Und ich trainiere erstmal von vornherein ein bisschen offscreen. Ich wusste jetzt nicht, wie ich den Satz beenden sollte. Deshalb habe ich es irgendwie getan. So. Alles klar, latschen wir hier weiter hoch. Hopp. Hier gibt es nämlich auch noch was zu entdecken. Möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich richtig laufe, ehrlich gesagt. Weil da gibt es nämlich, glaube ich, einen anderen Weg zu. Für da, wo ich hin will, da ist aber ein ganz anderer Weg, glaube ich. Ah, ich glaube schon. Gucken wir, ob wir da reinkommen. Wir müssen nämlich über diese Brücke hier. Und wie kamen wir dahin? Indem wir in irgendein Haus gingen, richtig? Oh, Kämpfe, ich hasse euch. Beta-Reiter. Hm, auch nicht schlecht. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und welches Haus war das denn? Hier? Nee. Hm. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich stark verwirrt. Tut mir sehr leid. Ich mach mal hier einen auf Vorspul. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Dann gucken wir erstmal hier rein. Da hochlatschen. Die sehen irgendwie auch ein bisschen evil aus. Sind's aber nicht. Gut. Hier lang? Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Okay, ich habe einen Plan. Ich muss ja jetzt nicht mehr Gesuche mitmachen. Deshalb suche ich den richtigen Weg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Zack, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.